Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Und heute reagieren wir wieder auf den guten alten Bonfire VN. Der hat uns wieder mit einigen nicen Dark Souls 3 Kämpfen versorgt. Und heute haben wir ein besonderes Schmankerl, denn heute wird's steinhart mit Havel, dem Drachenjäger. Und den ersten Kampf bestreitet unser guter alter Freund Havel, der uns so lange begleitet hat. Und ich hoffe, der findet irgendeine Anspielung in Elden Ring. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Hoffentlich, aber wahrscheinlich nicht. Gegen Silver Knight Lido. Lido ist natürlich der Silver Knight aus dem DLC The Ringed City mit dem riesigen Hammer, der, lass mich lügen, 60 Stärke braucht. 60? Really? Aber der auch im PvP eine Zeit lang extrem beliebt war. Ich glaube, der wurde dann aber sehr stark genervt. Wie sich der gute alte Havel mit seinem 50er oder 40er Stärke Drachenzahn dagegen behaupten kann, das werden wir jetzt sehen. Let's go. Bevor es richtig losgeht, natürlich Link zu seinem Kanal und dem Originalvideo, beziehungsweise den Originalvideos, denn es ist ja nicht nur eins, auf das wir heute reacten werden, natürlich in der Videobeschreibung. Wie immer, lasst bei den Videos gerne ein Like da und abonniert BonfireVN gerne, weil ich finde, er macht die Kämpfe immer besser. Also er versucht wirklich, da cineastische Kameraeinstellungen zu finden und es gibt keinen anderen, der sowas macht, der einfach Dark Souls, NPCs und Bosse gegeneinander kämpfen lässt. Gibt's nicht. Finde ich aber geil. I like it. Also, let's go. Ah, schön in der Gale Boss Arena, ne? Man kennt's. Da ist er. Good old Lido. Oh, sogar mit Statistik diesmal. Alter, immer besser. Eine professioneller. Good old Havel. Alter, der hat so viel Leben. Bruder. Beides natürlich so ein bisschen Semi-Bosse. Round 1! Fight! Havel geht direkt rein. Disrespect-Kick. Dreimal Drachenzahn hinterher. Alter. Alter. Aber der Leo, der hat einfach einen größeren Hammer, ne? Aber Havel lässt sich nicht beeindrucken. Oh! Da kann... Oh! Da ist natürlich selbst Havels Stamina nicht stark genug, um da eine Special Attack auszuhalten. Ja. Komm, Havel, zieh durch. Ja, komm noch rein. Ja. Ah, das mag er doch, der Havel. Das mag er doch. Zwei. Das ist ein Finisher. Nice. Erste Runde geht eindeutig an Havel. Zweite Runde. Komm, bauen, Havel. Alter. Der ist einfach ein Felsen. Der ist einfach ein fucking Felsen. Aber Lido hat seinen Buff. Böse. Böse. Havel erstmal auf Abstand. Oh, Havel jetzt auch buffen. Stein gegen Stein. Denkt sich Havel. Er ist natürlich jetzt auch sehr langsam. That damage. Disgusting. Bruder. Okay, der zweite Kampf. Jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Jetzt wird's lustig, Leute. Ihr seht es vielleicht schon am Titel. Es wird lustig und die Videolänge ist auch nicht so lang. Also, ich weiß ungefähr, wer der Gewinner ist. Beim letzten Mal haben wir übrigens gar nicht, habe ich gar nicht theoretisiert, wer der Gewinner sein könnte. Ich hatte schon im Gedanken, dass Havel gewinnen könnte. Ich dachte mir aber, wenn Lido oft genug seine Spezialfähigkeit macht, dann haut er Havel das Stamina weg. Aber Havel hat durchgezogen, Steinmove gemacht, ba-bang. Bang. Mein Havel hat gewonnen einfach. So, diesmal geht es weiter mit Undex Gandir gegen Champion Gandir. Und wir alle haben sehr traumatische Erlebnisse. Ja, auch du. Auch, ich sehe dich. Auch du hast sehr traumatische Erlebnisse gehabt, Champion Gandir. Ja, ich weiß das. Du hast, ja, wirklich. Er hat dich auch getreten. Wir alle wurden von Champion Gandir getreten. Und keiner fand es lustig. Wir dachten uns so, ach, toll, Boss. Ha, easy. Komm ans Gebiet, Champion Gandir. Autsch. War die erste Reaktion an dieser Stelle. Und ob Undex Gandir auch Autsch sagen wird, das schauen wir uns jetzt an. Vorher, ich sage Champion Gandir gewinnt.
Ist eine klare Sache. Champion Gandir. Easy. Easy. Schreibt eure Theorien in die Kommentare. Let's go. Da sind sie. Also, einer. Der andere ist noch so im Halbschlaf. Ich habe nie gemerkt, dass er so goldene Dinger an seinem Waffenrock hat. An seiner Rüstung. Habe ich nie, ist mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Vor allem Undex, der Champion macht ihn. Okay, er steht erstmal auf. Ja, der Champion kann schon die erste Attacke machen. Undex kriegt so wenig Schaden. Oder machen die gleichen? Ja, die machen den gleichen Schaden. Okay. Beide gleich auf, hätte ich nicht erwartet. Aber Champion kann die jetzt natürlich im Agro-Modus. Und nichts muss ich verwandeln. Dauert zu lange. Dauert zu lange. Nee, und nix. Nee. Oh, nochmal disrespected am Ende. Höchst, Leute. Ich find's auch geil, wie er denn so ganz furchtsam von dem Bonfire zurückkehrt. Oh, 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 hey. Bonfire, damit will ich nichts zu tun haben, okay? Ich bin raus. Ja, nice, Alter. Ja, es war klar. Es war klar, dass Champion Gandir gewinnt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die beiden gleichen Schaden machen. Zumindest gegeneinander. Ich hätte wirklich gedacht, Champion Gandir macht so viel mehr Schaden, weil er ja viel später im Spiel ist als Undex. Aber, ey. Geile Sache. Der Gewinner war abzusehen. Auf zum letzten Kampf. So, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Den Schmankerl habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, denn jetzt gibt's einen Semi-Boss in der Form von Havel gegen einen echten Boss in der Form von der Dragonslayer Armor, der später zum Semi-Boss degradiert wird. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Havel gegen die Dragonslayer Armor. Zwei Dragonslayer gegeneinander. Ein bisschen Lore zu Havel. Havel hat ja mit Gwyn zusammen die Drachen gejagt. Und die Dragonslayer Armor ist ja offensichtlich dafür konzipiert worden, Drachen zu jagen. Ich würde sagen, in einem Kampf gegeneinander würde die Dragonslayer Armor gewinnen. Ich weiß, dass Lightning nicht besonders effektiv ist gegen Havel, weil Drachen benutzen Lightning. Havel hat eine krasse Rüstung gegen Drachen. Da. Aber ich glaube trotzdem, die Dragonslayer Armor lässt sich von Havels Schlägen nicht so leicht staggern. Hat ja auch immer noch den Schild und haut, glaube ich, deutlich heftiger zu. Wer weiß, ob es drei Runden gibt, vielleicht auch nur eine. Lasst uns mal sehen. Schreibt eure Vermutung, wer gewinnt, in die Kommentare. Ich sag die Dragonslayer Armor. Let's go. Aber wir sind auf jeden Fall in Havels Hometown. Er hat Heimvorteil, muss man sagen. Dragonslayer Armor sieht so cool aus. So unfassbar cool. Havel, gerade den Drachen erledigt. Da kommt der nächste Herausforderer. Let's go. Okay, es gibt drei Runden. Falls es drei Runden gibt. Oh, Havel macht Schaden. Damn. Havel, my boy. Der Schaden. Oh nein, ja, das war Strength Slayer, aber. Böse. Okay, die Strength Slayer macht weniger Schaden bei Havel als gedacht. Ich meine, klar, die Rüstung und so, aber wow. Das hat Havel in der Tasche. Nicht noch irgendwas krasses passiert. Der macht so viel Schaden. Das ist einfach disgusting. Nicht noch Havels Stamina, aber. Oh, zwei gute Schläge noch. Oh, der Schild ist natürlich Gold wert. Oh ja, ein noch, komm. Dragonslayer Armor. Diesmal? Diesmal ja. Diesmal ja. Oder? Ja. Okay. Der Punkt geht an die Dragonslayer Armor.
Also wenn die Armor will, dann kann sie. Aber wenn Havel will, dann kann er auch. Battle of the Giants. Die Armor müsste ihre Range mehr ausnutzen. Oh, er macht Stein. Oh, oh. Nee, jetzt kannst du... Oh, zwei Hände noch. Oh ja, ja, ja. Das reicht nicht. Das reicht nicht. So knapp. Oh, oh ja. Oh ja. Godold Havel hat es am Ende nochmal rausgeholt. Das war wirklich knapp. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die zweite Runde für die Dragonslayer Armor ausgeht. Wenn die NPCs ein bisschen Big Brain wären, dann hätte die Dragonslayer Armor auf jeden Fall ihre größere Reichweite ausgenutzt, weil er hat ja wirklich viel mehr Range als Havel mit seinem kleinen Drachenzahn. Also, keine Anführungszeichen. Aber es sind halt NPCs, ne? Die kämpfen so. Direkt Nase an Nase. Sonst ist es kein Kampf. Ja. Havel hat gewonnen. Zweimal. Krasser Typ. Hättet ihr das gedacht? Schreibt es in die Kommentare. Schaut bei Bonfire VN vorbei und schaut euch gerne die Originalvideos an. Wie gesagt, das Highlight zu den Originalvideos sind natürlich die Videos selbst, klar, die sind super. Aber auch die Kommentare. Die obersten 3, 4, 5 Kommentare darunter sind einfach, ihr haut euch weg, wenn ihr Dark Souls gespielt habt, und es ist einfach super lustig. Ich bedanke mich für dieses Mal, sage Tschüss und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Reaction oder dem nächsten Video, falls mal irgendein anderes Video kommt, I don't know. Keine Ahnung, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Kato.